Aber mach dir mal überhaupt gar keine Gedanken. Wir sind selber auch schon voller Vorfreude. Ja, die Dessous-Party wird auf jeden Fall stattfinden und ich mache die Schnitte sogar früher zu. Mhm. Wir freuen uns auch. Bis dann, ciao. Paula, soll ich helfen? Oh, bei der Dessous-Party? Ey, du weißt doch, ich bin der Spezialist in Sachen Titten. Malte, kannst du mal bitte deinen Wortschatz ein bisschen anders formulieren? Dicke Brüste. Oh, Malte. Paula, bitte. Nein. Ich bin da der Experte drin. Wirklich, du jetzt. Bist der Experte im genau, Dummschwatzen. Ja, auch. Aber du weißt doch ganz genau, dass ich gut bin in Sachen bewerten. Weil, nee. Weißt du, hier los. Sehr gut. Das ist zum Beispiel gut. Weißt du, was ich meine? Oh, das hier, das, Malte, Alter. Den Kaffee mitgebracht. Ey. Nein. Oh, cool, danke. Yes. So, ja, wir machen uns fertig. Peggy, hast du deine Sachen schon? Aber jetzt mal wirklich, also nein, du kannst helfen, Malte, ja. Wirklich. Und zwar hier weiter putzen. Nee, doch. Paula, bitte. Doch, und jetzt, lass uns jetzt mal bitte hier durch. Vielen Dank. Tschüss. Lässt du mal bitte die Finger von mir? Gib her, ich wasche das. Oh Gott, das tut mir leid. Ich wasche. Also ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal nach Hause, ne? So kann ich nicht. Ja, muss ich auf jeden Fall. Danke. Mal ja. Finger weg. Jetzt ja auf jeden du putzt jetzt. So, komm, wir gehen los. Wir begleiten dich noch kurz und dann geht's in die Schnitte. Malte, Paula! Nein. Dann lass mich das gut machen, nämlich. Nein! Nein! Auf gar keinen Fall lasse ich den Chaoten heute Abend in die Schnitte kommen. Man hat doch gesehen, was da gerade bei rausgekommen ist, oder? Ja, cool, dass es auf jeden Fall geklappt hat. Das haben sogar schon 6 Kundinnen zugesagt. Also es wird eine ganz gemütliche, kleine, nette Runde. Ich zeig dir kurz die Räumlichkeiten. Genau, das wäre der Bereich. Meinst du, das passt? Ja, super. Den Raum kenne ich noch gar nicht. Doch, ich denke schon. Hier hänge ich dann die Klamotten alle hin. Wir haben das jetzt einfach mal hingestellt. Super. Doch. Cool. Deine Sachen, wo hast du die? Die habe ich draußen, die würde ich kurz holen. Okay, dann machen wir das. Ja, ich bin echt gespannt, wie das wird. Ich wusste gar nicht, dass du das überhaupt machst. Ja, so eine kleine Leidenschaft von mir, weißt du? eine Leidenschaft. Leiden wolltest du, ja? Ja, ich habe hier was mitgebracht, so als Entschuldigung auch für die Mandy. Ja, alles klar, richtig aus. Ich bin so ein bisschen direkter. Und ich wollte eigentlich auch noch ganz kurz meine Hilfe anbieten, weil... Brauchen wir nicht. Wirklich, als Entschuldigung. Machst du einmal bitte Platz? Soll ich dir helfen? Sind das die Dessous? Ich helfe dir. Ach, danke. Ich kenne mich damit gut aus. Ja, und danach muss Malte auch direkt in die Schule, das ist mein kleiner Neffe. Bei der Schule? Ich habe Prüfung schon geschrieben. Okay. Huch, Schule. Vorsicht. So, du kannst... Ich wollte eigentlich kommen, um ein bisschen zu helfen, um die Sektgläser, aber... Finde ich gut, die Idee. Paula. Hast du schon mal gemacht, sowas? Ausgeschenkt? Klar. Ja? Cool. Ja. Simpel. Ich finde die Idee super. Ja, aber wir sind ja eine kleine Runde, wir brauchen ihn gar nicht. Ja, ich merke schon. Aber er kann die Gläser immer auffüllen und ich glaube, das wird dann eine bessere Party. Eher so als kleines Schmuckstück noch. Als Schmuckstück. Also ich finde es super. Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das eine gute Idee mit Malte ist, aber Nora scheint ihn zu mögen und wenn er sich gut anstellt, geben wir ihm eine Chance. Kannst du nämlich schon mal Sekt besorgen, den in den Keller stellen und du hast die wundervolle Aufgabe, mit Mucki zu gehen. Machst du doch gerne, ne? Natürlich. Super. Ja, cool. Dann fange ich schon mal an hinten. Okay, wenn du Hilfe brauchst, du hast ja jetzt jemanden, der dir zur Hand geht. Vorsicht, Peggy! du bleibst aber ja, ne? Mhm. Sehr gut. Hey! Na? Habt ihr schon begonnen? Nein. Also, ist schon alles aufgebaut? Du kannst schon mal hinten gehen. Ja, die Busche schon hier, wa? Ja. Peggy, magst du die Tasse einmal mit nach hinten nehmen gleich? Schätzchen, ja. Die haben noch abgesagt für heute. Für diese Veranstaltung. Aber es sind ja trotzdem noch ein paar Minuten da. Kannst du nicht bleiben? Ich wünsche euch, nein, ich muss los. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Es tut mir leid, dass ich Außentermin habe, aber Arbeit ist Arbeit. Ja. So, guck mal, wer Gassi war. Schön Kaka und Pipi gemacht. Super. Toll. Ja. Sekt ist kaltgestellt. Super. Ansonsten
kann ich ja jetzt helfen gehen. Ne? Ja, genau. Und zwar der Sekt steht hier vorne. Ich nehme dir das dann auch ab, ne? Ich kann euch das auch ruhig bringen. Also nee. So sieht es jetzt nicht aus, alles ne? Gut. Wirklich? Mit Selfies. Das mache ich. Danke, viel Spaß. Danke. Ey. Ohlala. Oh, der Rote ist ja ganz geil. Oder? Probier mal an. Klar, probier mal an. Der ist cool. Ich finde den auch mega cool, aber der ist ein bisschen zu klein für dich, wa? Ja, ich glaube, das passt. Ein bisschen. Ganz, ne? Würde der mir passen? Das ist der Passungslauf dazu. Also, was bist du da auf, Alter? Nein, nein, ich wollte Sekt bringen. Hier. Jochen, hallo? Was geht's? Ja, wie du ihr macht von euch. Nein. Hallo? Ja. Nee, ich höre dich gerade ganz schlecht. Ich bin hier in einem Punktloch. Warte mal kurz. Ich brauche kurz ein bisschen Freiheit, Raum hier. Paula! Funkloch? Du landest ja, gleich im Erdloch. Warte mal. Ich kann gerade nicht. Ciao, ciao, ciao. Video. Instagram. Ihr seid doch gerade. Instagram, bist du bescheuert? Willst du das öffentlich machen? Ja, ihr seid doch wunderschön. Das hat sich doch zeigen lassen. Malte, es beweist mal wieder, wie unreif und bescheuert du bist. Und darüber denkst du jetzt mal nach und verschwindest hier und zwar ganz schnell. Bitteschön. Los. Ja. Braucht er bestimmt auch Sekt. Und damit keine Idioten mehr reinkommen, wird hier auch der Knopf zugemacht. Der hat auch wohl den Schuss nicht mehr gehört. Nee, nichts, Idioten bleiben draußen. Denkt nach. Wir jetzt rausmachen, Selfie von uns. Oh ja, wann ist geil, Sex-Selfie und so? Auf gar keinen Fall. Das ist normal, wenn wir auch sehen. Ey, komm, komm, komm. Du bist doch voll, trinkst doch mega heiß aus. Komm schon. Ja, sag mal, sag. Ja, dann Abmarsch. Peggy. Was denn? Ein Werbefoto für die Schnitte mit uns. Naja, Peggy und ihre Schnapsideen, ne? Lass mal posieren. So. Okay. Wer macht das Foto? Ja. Ja. Oh. Na, hallo? Ich hallo? Dachte, du hast Handy mitgenommen? Wieso? Ja, das ist ein Vorschlag. Na, und musst du die Reise, dass sie gleich die Handy dabei haben. Wir gehen mal nach Handy. Wir suchen schon mal Positionen. Ja, genau. Also Schnitte muss dabei sein. Musst du dich irgendwie raufsetzen? Oder? Ja, genau. So Schnitte, oder? Ja. Hallo, Schnitte. Oh Gott, da kommt ein Paula. Die Tür geht nicht auf. Doch, einfach nur dabei. Kann mal jemand ein Foto machen? Die Tür geht nicht auf. Ja, genau. Ach du Scheiße. Peggy, wir haben uns ausgeschlossen. Ich hab da vorhin Malte rausgeschmissen. Und weil ich nicht wollte, dass er wieder reinkommt, habe ich extra diesen Klicker runtergemacht, damit man von draußen nicht reinkommen kann. Den Klicker, ja? Ich klick den auch gleich. Mucki? Mucki? Oh Gott, Mucki! Mach die Tür auf! Mucki, hör, was deine Frau schon sagt. Mach die Tür auf! Mach heute nehme ich den Klicker um, mir liegt die kleine Maus. Hör mal bitte auf! Patty, merkst du gerade den Ernst der Lage? Mucki ist da alleine drin und wir sind ausgeschlossen. Wir kommen nicht rein. Wir machen nicht mein Handy. Hallo? Kann jemand mal ein Selfie machen? Mucki, Mann, Peggy. Ja. Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Hallo? Hilfe! Ja, was machen wir jetzt? Das ist der peinlichste Moment. Ja, noch nicht mein Telefon dabei. Ach, was? Ach. Du bist der Rausch und ich Genießer. Mama, Hilfe, ich will den Spießer. Mama, Hilfe, ich will den Spießer. Spießer. Los, auf geht's, feiern. Telefon! Oh Gott, danke, Sie sind ein Schatz. Ich werde jetzt Basti anrufen. Ja, dann ruf mal. Willst du jetzt mal wählen? Du kannst die Nummer von Basti nicht?
Dein ja, Ernst? Komm, Entschuldigung, früher konnte ich alles auswendig, aber heutzutage speichert man ein und fertig ist. Das ist bestimmt in deinem Ehering drin. Guck doch mal nach. Genau. Hey, ist es nicht lustig. Mucki ist der Mutterseelen alleine. Ich weiß, wenn ich rufe doch Mucki an. Vielleicht geht er ans Telefon. Polizei! Ja, in ihrem Outfit oder was? Ja, denken, dass wir so arbeiten gehen wollen hier so. Oh Gott. Facebook. Ey, stopp. Facebook. Über Facebook einfach anschreiben. Das dauert doch nicht so lange, bis da mal jemand eine Nachricht schließt. Ey, als sie kriegt da mal eine Facebook-Nachricht. Hallo, könnt ihr solche Sorgen machen, wie ich sie mir mache? Mucki ist da ganz alleine. Ganz alleine. Malte. Du spinnst was. Malte, Malte, Malte. Malte, komm her. Komm, komm. Schnell. Was machst du denn hier? Seit wann siehst du dich denn so an? Malte. Malte, mein ich weiß gar nicht, wo ich hingucken absoluter soll. Lieblingsneffe, Malte. Ja, ich hab du hast doch so ganz, viele Kissen ganz, gesehen. Ganz bestimmt den Ladenschlüssel. Hey. Wenn du mit mir redest, guck mir in die Augen. Ja, du hast doch ganz bestimmt den Ladenschlüssel, ne? Digga, wie hältst du es aus? Weil, ja, Ladenschlüssel. Ja, okay, cool. Wir haben den Ladenschlüssel. Oh mein Gott. Malte, ich liebe dich abgöttisch. Das sagt also jetzt ja, ich habe ein kleines Problem. Was hast du für ein Problem? Na, ich soll noch. Mir hat jemand aufgetragen, dass ich nachdenken soll, wie kindisch ich bin. Nee, was war es? Unreif. Unreif war es, ja. Ja, deswegen, ich brauche noch ein bisschen Zeit für mich. Du, hat die nicht so gemeint, der Alkohol, der ist ein bisschen. Ja, genau, das war so gar nicht gemeint. Wie gesagt, ich muss noch ein bisschen nachdenken. Malte, du bleibst jetzt hier. Malte. Und ich muss, und dann komme ich. Ja, also ich sag dir Bescheid, wenn ich weiß, was nachgedacht und also. Malte, jetzt mach bitte keine Faxen, es ist hier nicht mehr lustig. Guck uns mal bitte an. Warte, wir machen Spaß? Malte! Paula klang irgendwie so ein bisschen gereizt. Nee, er verzweifelt. Komisch. Wie lösen wir jetzt das ganze Problem? Ja, keine Ahnung. Ich darf die Polizei rufen oder Schalter einschalten. Okay, hat nachgedacht. Malte! Und zwar bin ich zu ihrem Schluss gekommen. Spaß, man kommt rein. Malte, mach das nie wieder. Weißt du, wie schlimm das ist? Weißt du, was für Leute hier reingekommen sind? Ja, die haben uns Geld geboten. Guck mal, wie wir aussehen. Wir haben uns Geld geboten. Bitte. Geil, lauft ruhig vor. Was für ein Anblick. Malte, du hast halt alles richtig gemacht. Ich glaube, ich bin im Himmel, Freunde. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Er geht schon mal an. Hallo, Mutti, komm, wir gehen Sektchen trinken. Oh, danke schön. Paula, also rein theoretisch kann ich ja jetzt auch wieder mitmachen, oder? Also ich helfe euch jetzt auch gerne, also ordentlich. Wirklich. So. Okay. Jackpot! Jo, Freunde, was geht ab? Bei mir geht's jetzt ein bisschen weiter auf der Dessous-Party, aber ein Gentleman genießt und schweigt. Auf Wiedersehen. Hast du den Effekt zum Schluss gesehen? Immer richtig geil, oder? Mega gut. Ja. Malte. Ja. Ich bin wirklich unglaublich stolz auf dich. Hm. Ganz toll. Hm. Und weil du so toll warst, hast du dir auch eine Belohnung verdient. Tatsächlich. Weißt du was? Die Mädels stehen total auf Champagner. Und wer weiß, wenn die ein bisschen Intus haben, fliegen vielleicht die eine oder andere Hülle. Wow, ne? Und weißt du was? Im Keller steht noch eine Champagnerflasche. Ganz hinten rechts. Hm? Ja. Lust? Ach so, ich soll die abfüllen. Ja? Ja, logisch. Logisch. Ja, logisch. Ach so, Paula, ich brauche einen Schlüssel. Was? Paula. Ja? Ich brauche den Schlüssel. Bitte? Alles klar, bis gleich. Den Schlüssel. Party, Mädchen. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder da. Ein Chicken, Mucki, du kriegst nichts.